Ein gamerisches Hallo und willkommen zur vierten Folge, wenn ich mich nicht irre, von Zurück in die Zukunft, The Game. Wir haben damit aufgehört, hier den Doc, sein jüngeres Ich, zu finden. Ja, und Doc hat uns seine Telefonnummer gegeben. Wir haben in der Suppenküche bei ihm angerufen. Beim Brown Anwesen oder so ähnlich. Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter zum Gerichtsgebäude und gucken, was denn auch passiert. Warte. Habe ich da nicht gerade was gesehen? Eini! Wie geht's, Eini? Ja, es geht weiter. Tür des Gerichtsgebäudes. Wow. Fassen Sie das nicht an. Das sind vertrauliche Gerichtsunterlagen. Nur vereidigte Beamte des Gerichts haben darauf Zugriff. Ich meine, Richter Brown besteht darauf. Alles klar. Richter Brown? Doc, schön Sie zu sehen. Ich bin Michael, Corleone. Emmett Brown. Aber ich bin ein Gerichtsangestellter und kein Doktor. Geh mir bitte aus dem Weg. Ich habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Ah, wichtige Geschäfte. Was so murmelt der da? Was Emmett. Hör zu, Emmett, du kennst mich nicht, aber ich bin dein Freund. Ich halte nichts von Freunden. Sie halten mich von der Arbeit ab. Was tust du da? Das ist wichtig. Wann bist du fertig? Ich hörte, du arbeitest an einem Raketenbohrer. Ich bin ebenfalls Wissenschaftler. Was tust du da? Was hast du Wichtiges zu tun? Eine juristische Angelegenheit. Sehr kompliziert, sehr verworren. Ich brauche 5 Unterschriften auf jeder Kopie dieser Schadensersatzforderung, bevor Richter Brown auch nur daran denken kann, der erstgenannten Partei eine Verzichtserklärung zu bewilligen. Du hast keine Ahnung, worum es geht, oder? So wichtig ist das! Ich bin ebenfalls ein Wissenschaftler. Siehst du, ich komme auch ungefähr aus der Sparte. Deswegen habe ich mir dich ausgesucht. Das ist mir zwar egal, weil mich die Wissenschaft nicht im geringsten interessiert, im Gegensatz zum Rechtswesen, aber ich glaube Ihnen nicht. Das ist wahr. Ich bin Wissenschaftler. Kann der Herr Wissenschaftler mir dann vielleicht eine Kostprobe seines enormen Expertenwissens geben? Der Beinknochen ist mit dem Schenkelknochen verbunden? Erstaunlich! Wann bist du fertig? Also, Emmett, wann bist du mit der Arbeit fertig? Kommt drauf an. An Wochentagen lässt mich Paps manchmal bis 9 bleiben. 9 Uhr abends? Aber heute ist Samstag. Richtig. Wahrscheinlich kann ich nicht vor 10 weg. Boah. Ich hörte, du arbeitest an einem Raketenbohrer. Oh nee, wie wär's heute mit etwas früher Feierabend? Wie wär's, wenn du früher Schluss machst und ich dir ein Bier, eine Limo spendiere? Was meinst du? Versuchen Sie nicht, mich mit zuckerhaltigen Getränken zu locken. Meine Leidenschaft ist es, die Räder der Gerechtigkeit am Laufen zu halten. Und wenn ich vor 8 gehe, bringt mich mein Paps um. Ah, ist klar. Das ist wichtig. Komm schon, Doc. Emmett, lass die Rechtsverdreherei sein. Es gibt etwas Wichtigeres für dich zu tun. Mr. Corleone, Sie sollten wissen, dass das Gesetz der Mörtel ist, der die Steine der Gesellschaft zusammenhält. Und wir Juristen sind wie die Maurer, die damit das Gebäude der Zukunft errichten. Hat dir das dein Vater gesagt? Jeden Morgen. Boah. Du hörst dich ein wenig verängstigt an. Klingt, als hättest du ein bisschen Angst vor deinem Vater. Angst vor meinem Vater? Mein Paps ist der gelehrteste, gerechteste und unbestechlichste Richter, den es je in Hill Valley gab. Nur Menschen mit einem dunklen Geheimnis müssen Angst vor Richter Brown haben. Und ich habe keins. Ich hörte, du arbeitest an einem Raketenbohrer. Hör zu, ich weiß, dass du in deinem Labor an einer neuen Erfindung arbeitest. Erfindung? Erfindung, Labor? Da muss eine Verwechslung vorliegen. Mein Gebiet ist das Rechtswesen, nicht die Wissenschaft. Okay, der hat sich gerade komisch verhalten. Die Umkehrfunktion der Ableitung der Geschwindigkeit. Komm schon, warte einen Moment. Sie schon wieder. Sehen Sie nicht, dass ich zu tun habe? Okay, du willst nicht, dass dein Vater davon erfährt. Gut, wir haben alle Geheimnisse. Aber du kannst mit mir offen über dein Wissenschaftsprojekt sprechen, denn... Ich bin kein Wissenschaftler. Fragen Sie mich mal, was E gleich ist. E ist gleich
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Sehen Sie? Ich weiß zwar nicht, wo Sie diese Informationen herhaben, Mister, aber Sie sind falsch, falsch, falsch. Alles klar. Ich weiß halt, was ich machen muss, aber da er jetzt gerade da reingeht, kann ich es nicht machen. Darum spricht unseren Doc jetzt mal nochmal an. Hey, Lord. Diese Steuerung. Psst, Doc! Marty, hast du schon mein jüngeres Ich gefunden? Ja. Nun, ich habe ihr jüngeres Ich getroffen. Nun, ich habe ihr jüngeres Ich getroffen. Toll! Und ich muss sagen, sie sind irgendwie verklemmt. Was? Sie wollten nicht mal mit mir reden. Das kann ich kaum glauben. Erzähl mir, was passiert ist. Emmett sagt, er sei kein Wissenschaftler. Ihr jüngeres Ich murmelt wirklich oft vor sich hin. Dir scheint viel am Gesetz zu liegen. Wissen Sie, ihr jüngeres Ich scheint sehr dem Recht verpflichtet. Glaub mir, das ist nur Fassade, um meinen Vater zu beruhigen. Warum murmelt ihr jüngeres Ich die ganze Zeit vor sich hin? Murmeln? Warum sollte ich vor mich hin murmeln? Das mache ich nie, außer die Hill Valley Expo. Die Expo? Ja, die Expo. Wie konnte ich das vergessen? In ein paar Monaten wird mein jüngeres Ich etwas auf der Hill Valley Expo vorstellen. Mein erster öffentlicher Ausflug in die Welt der Wissenschaft. Alle aus der Stadt werden dort sein, inklusive einiger bekannter Wissenschaftler, die meine Karriere geprägt haben. Und? War sie ein großer Erfolg? Nein, es war ein elender Misserfolg. Aber ein spektakulär elender Misserfolg, der meinen Übergang vom Amateur-Garagenwissenschaftler zum professionellen Wahrheitssucher markierte. Alles klar. Warum murmeln Sie wegen der Expo? Was hat die Expo damit zu tun, dass Sie vor sich hingemurmelt haben? Als ich jünger war, habe ich an komplizierten mathematischen Rätseln gearbeitet, um Stress abzubauen. Ohne Zweifel arbeitet mein jüngeres Ich an irgendeinem unmöglichen Problem in dem Versuch, dabei in den Wochen vor der Expo etwas Dampf aus dem Gehirn abzulassen. Was habe ich gemurmelt? Ich weiß nicht. H durch irgendwas mit einem Kehrwert von etwas anderem. Ich bin nicht so gut mit Gleichungen. Das ist schade. Ich wette, wenn wir das Problem meines jüngeren Ichs lösen könnten, wäre er eher geneigt, dir zuzuhören. Ich kann nicht verstehen, was ihr jüngeres Ich murmelt. Ich verstehe immer noch nicht, was ihr jüngeres Ich vor sich hin murmelt. Ach, wenn ich ihn nur selbst hören könnte. Okay. Emmett sagt, er sei kein Wissenschaftler. Ich wollte ihn nach ihrem Raketenbohrer fragen, aber er sagt, er sei kein Wissenschaftler. Was? Warum? Oh, Vater. Was hat er damit zu tun? 1931 habe ich mich noch davor gefürchtet, dass mein Vater die Wahrheit über meine wissenschaftlichen Vorlieben herausfinden könnte. Also forschte ich im Verborgenen, zu ungewohnten Zeiten und abseits seiner neugierigen Augen. Wie nervig. Ja, das nervte ziemlich. Glücklicherweise konnte ich mich gegen ihn behaupten. Aber jetzt gerade denkt mein jüngeres Ich wahrscheinlich, mein Vater hätte dich geschickt, um mich zu kontrollieren. Alles klar, wie bringe ich den jüngeren Doktor zu, mir zu vertrauen? Wie kann ich ihn davon überzeugen, dass ich kein Spion bin? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht vertraut er dir eher, wenn wir das Problem lösen, an dem er gerade arbeitet. Nicht wundern, falsch. Sprechen wir besser später über die Probleme ihres jüngeren Ichs. Okay, aber vergiss nicht, dass wir etwas unter Zeitdruck stehen. Nicht wundern, falls... vielleicht wird es auch so sein, dass die Folgen einfach mittendrin aufhören, ohne dass ich eine Abmoderation gemacht habe, weil ich dann die Zeit total vergesse. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss das Tonbandgerät nehmen. Und ich habe Emmett gerade hier lang hingehen. Emmett, just for Blabster. Da bist du ja, Emmett. Nein. Emmett! Denkt nach, Emmett. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Ups. Nichts passiert, Emmett. Also H für den eindimensionalen... Doc, wir kommen! Also, Doc, geht Ihnen hierbei ein Licht auf? Ach, denkt
nach, Emmet. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. H zum A multipliziert mit dem Kehrwert von A. Großer Gott, bin das ich? Ich klinge so... Jung? Ich wollte erpicht sagen. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich mich in etwas hineinsteigern konnte. Ja, was murmeln Sie da vor sich hin? Oh, das ist simpel. Das ist das Ivanov-Problem. Sag meinem jüngeren Ich einfach, dass H der Hamilton-Operator ist. Würde die Zeit gerade nicht gestört, wenn er die Antwort weiß? Nur wenn sich herausstellt, dass die Realität eigentlich nur eine holographische Illusion ist, die durch das Zusammenspiel subatomarer Partikel auf einer riesigen zweidimensionalen Membran hervorgerufen wird. Also... Es wird schon gut gehen. Alles klar. Kein Wort verstehen, aber es wird gut gehen, sagte Doc. Also wird es auch gut gehen. Alles klar. Emmet, nein! Ich bin ihn auf der Lauer. Gib mir doch einfach eine Chance. Belästigung ist eine Straftat, Mr. Corleone. H ist gleich Hamilton-Operator. Vielleicht ist H der Hamilton-Operator. Was haben Sie gerade gesagt? Ich sagte, vielleicht ist H der... Hamilton-Operator? Ja. Großer Gott, wenn H der Hamilton-Operator ist, dann kann H hoch A multipliziert mit dem Kehrwert von H nur dasselbe sein wie der Erwartungswert von A. Das ist es! Das ist die Lösung zu Ivanovs Rätsel. Das Problem, über das ich mir schon die ganze Woche den Kopf zermartere. Ja, du hättest es in ein paar Tagen selbst herausgefunden. So wie du herausgefunden hast, wie man einen Raketenbohrer baut. Woher wissen Sie so viel über Wissenschaft? Ich komme von Planeten Vulkan. Ich komme aus der Zukunft. Ich lese viel Jules Verne. Nun ja, es ist so. Sie wissen von meinem Raketenbohrer? Dafür kann es nur eine Erklärung geben. Was? Sie sind vom Patentamt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, was mich erwartet, als ich die Papiere eingeschickt habe. Willkommen, stets zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Raketenwerfer. Ich brauche wirklich deinen Raketenwerfer. Ich brauche wirklich deinen Raketenbohrer. Raketenbohrer. Kann ich deinen Raketenbohrer sehen? Natürlich. Es ist noch ein Prototyp. Beinahe voll funktionsfähig. Ich kann ihn Ihnen zeigen, gleich morgen früh vielleicht. Nein, das reicht nicht. Ich brauche ein Modell in Originalgröße. Das voll funktionsfähig ist. Heute Nacht. Ansonsten müssen wir das Patent an einen Konkurrenten vergeben. Dr. McCoy. Das geht nicht. Ich meine, es wäre vielleicht möglich, in dem Zeitraum ein funktionsfähiges Modell in Originalgröße zu bauen. Aber mir fehlt der Hauptbestandteil des Treibstoffs. Den besorge ich dir. Was ist es? 95%iger Alkohol. Und Sie können sich vorstellen, wie schwer der heutzutage zu bekommen ist. Vor allem jetzt, nachdem jemand seine illegale Bar gesprengt hat. Außerdem besteht keine Möglichkeit, dass ich Feierabend mache, bevor ich diese Vorladung zugestellt habe. Sie ist Bestandteil der Ermittlungen über die Geschäfte von Kit Tennen. Ist es so wichtig, dass Sie den Bohrer heute sehen? Ja, ist es so wichtig, dass du die Vorladung heute zustellst? Ja! Hör zu, ich helfe dir, sie zuzustellen und werde dir auch den Alkohol besorgen. Wenn du dann den Bohrer heute noch fertigstellst. Abgemacht? Abgemacht. Hier die Vorladung. Arthur McFly? Die Vorladung ist für meinen Großvater? Alles klar. Es ist Kit Tennen! Hey, der hat eben Arthur McFly in der Suppenküche angeschrien. Kein Wunder, Arthur macht die Buchhaltung für seine Geschäfte. Was für Geschäfte? Das versucht der Staatsanwalt rauszufinden. Lass uns mit ihm reden. Nein! Warum nicht? Kit Tennen kann uns sagen, wo sich Arthur versteckt. Ja, dann können wir auch gleich unser Testament machen. Gut, ich weiß ja, wie das alles geht, also mach es da schnell. Oh, Edna. Und mit dir sprechen wir nochmal. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Was ist denn die Sensation? Die Sensation? Ich habe Gerüchte gehört, dass etwas Seltsames in der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit vorgeht. Es gibt eine neue Geschäftsführung und... Oh, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen, bevor wir nicht die Fakten kennen. Ich bete, dass es nur ein Gerücht ist. Diese Suppenküche ist die Speerspitze im Kampf für die gute Sache. Was wird aus dem Finger vom Fuselverband ohne sie? Ganz zu schweigen von all den Einrichtungen, die meine Suppenlieferungen brauchen. Ich gehe einfach mal zu der Kitten. Alles klar. Wo denn? Ich gehe zu Kitten und mit Edna sprechen wir dann später nochmal.
la 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 la. Verdammt nochmal, Matches, du hast meine Socken mit Kiwi beschmiert. Sorry, Boss. Matches. Raus hier. Kann doch wohl nicht angehen, Matches. Was willst du? Bitte? Ich sitze zum Schuheputzen hier und du kommst zu mir. Entweder willst du meine Schuhe putzen oder du willst sterben. Welches von beidem? Dann werde ich wohl die Schuhe putzen. Ich suche nach Arthur McFly. Ich suche jemanden namens Arthur McFly. Wir sind irgendwie verwandt. Nun ja, er ist mein Angestellter und heute hat er viel zu tun. Alles klar. Wissen Sie, wo er ist? Aber als sein Boss wissen Sie, wo Arthur ist. Er ist im Büro. Wo ist das Büro? Weiß ich nicht. Wissen Sie, wann ich ihn finden kann? Ach, und wann wird er heute das Büro verlassen? Wenn ich ihm erlaube zu gehen. Hey, du hast da etwas übersehen. Tut mir leid. Ich würde sagen, das war's mit der vierten Folge von Zurück in die Zukunft. The Game. Ja, irgendwo ist halt jetzt unser Kanal verlinkt. Also The Cousins Gamer HD, wenn ich mich nicht irre, oder andersrum. Ich verwechsel das immer. Dann das letzte Video. Und die Playlist. Einen Moment. So, da bin ich wieder. So, da bin ich wieder. Und ja, ich würde sagen, es geht in der nächsten Folge weiter mit Ist das nicht Arthur Artie's Hut? Also wir sehen uns in der nächsten Folge und ciao.